Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt, und zwar Outlast. Ja, ich habe ja in unserem 500 Abonnenten Special habe ich ja gesagt, dass ich noch nie ein Horrorspiel gespielt habe. Das ist auch richtig so. Und ich werde mich jetzt mal für euch da dran wagen. Ich habe ja überlegt, erst Zelda zu spielen, aber ich dachte, Outlast wird doch schon so ein bisschen mehr so ein Schocker. Ich lege jetzt noch mal ein bisschen was an der Seite, so Handy und so, damit ich gleich nicht durch die Gegend werfe. Natürlich ist es jetzt nicht vor einem Greenscreen, das heißt, ich kann mich nicht rausschneiden. Ich muss mich also irgendwo in die Ecke setzen, weil ich hier zu wenig Licht habe. Ich habe es natürlich ein bisschen dunkler gemacht, damit sie das anpasst. Ich mache jetzt gerade auch noch mal ein bisschen die Lautstärke. Ah, vielleicht noch ein Stück leiser, weil das dröhnt schon ganz schön auf den Ohren. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir stürzen uns in Outlast. mal sehen, wie weit wir kommen. Normal, schwieriger Albtraum, Wahnsinn. Ich bin ja immer dafür, dass Spiele auf normal ganz gut sind. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Danke. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder sterben. Alles klar. Ladebildschirm. Kleiner Ladekreis. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior. Encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elder bugs. Na, ganz toll, kein Radio. Mount Massive Asylum. Ich kriege jetzt schon Gänseauto. Bin noch nicht mal drin. Okay, Unterlagen. 17. September 2013 von irgendwas mutemail.com an milesupplayer subschwur@gmail.com. Betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Markov Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Markov's Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehen es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ey, fang nicht schon an. Okay. Mal's irgendwas. Nachtsicht. Klingt gut.
Oh, die Kamera ist verschwunden. Wir haben unser Licht angelassen. Oh. Mein Gott. Deine Ziele werden in einem Notizbuch-Tabulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelte Dokumente. J. Untersuche die Nervenheilanstalt Mount Massive. Notizen haben wir noch nichts. Dokumente. Nur der Informant. Alles klar. Kann ich mich jetzt... Okay. Ich vermute mal... Hallo? Hallo? Passwort. Kann ich hier irgendwas? Also kann ich mich um den Ecke bewegen? Okay. Kann ich hier einfach reinspazieren? Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte links mit Maustaste gedrückt und bewege dich vorwärts, um sie langsam zu öffnen. Okay. Drücke rechte Maustaste, um einen Camcorder bereit zu machen. Eigentlich ist aufgenommen. Darum liegt es wohl 131. Wird durch Ende, um ihn zu lesen. Nervenheilanstalt Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff's Psychiatric Systems, was ein blöder Name, unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtorganisation wiedereröffnet wurde. Wohlfahrtorganisation? Psychiatric Systems? Haben die sich den Namen vorher durchgelesen? Ich glaube nicht. Das Mobilfunknetz brach ab rund eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterische Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Es wird sogar aufgezeigt. Notizen werden nur dann hinzugefügt, wenn du deinen Kamerad bereit hältst, um Ereignisse aufzunehmen. Alles klar, mit Shift kann ich laufen. Klingt logisch. Ja, habe ich schon gemerkt. Danke. Aber ich will jetzt nicht unbedingt rennen. Hier stehen ganz viele Überwachungswagen. Oder sind das diese Störsender? Mercs. Das Licht an. Vielleicht ist ja jemand da. Mount Massive Asylum. Abgeschlossen. Und der Tür auch? Ja. Ich will mich nicht umdrehen, ich will mich nicht umdrehen, ich will mich nicht umdrehen. Ach. Klingeln. Kann ich klingeln? Nein. Gut, ich vermute mal, dass das wie nicht so schlimm anfängt, deswegen... bewege ich mich noch ein bisschen sicherer hier rum. Durch das Tor kann ich wahrscheinlich auch nicht. Nee, ist eine Kette vor. Hier ist noch ein Tor. Auch eine Kette vor. Da ist ein Licht in der Tür. Fängt ja super an. Und hier, oh. Sollte man vielleicht auch aufnehmen. C? Nee, String. Die String-Taste. Er speichert, sehr gut.
Nehmen wir doch die Tür. Auch nicht. Okay. Muss ich hier wirklich auf das Einsatzbereit ist, kannst du mit dem Mausrad rein und heraus suchen. Weiß ich. Da kommt ein offenes Fenster. Wird er uns wahrscheinlich zeigen. Okay, einfach drauf zulaufen. Lass uns den Hörer ab und springen. Hier dann los. Okay. Lädt das, um nach oben zu. Oh, die Musik macht mich kirre. Oh. Ah, get out. Auf. Böse Musik. Böse Musik. Okay, viel Blut, aber irgendwie nichts von der Decke tropfendes. Muss also hier passiert sein. Ach, natürlich, das macht Sinn, dass der Nachtsicht dann auch weitergeht. Wie spät haben wir es denn? 20, 10 nach 9. Ach, die Uhr läuft weiter. Die Uhr läuft noch. Okay. Ich sehe schon die Kote, bewege dich doch mal schneller voran. Nein, danke. Hört ihr das auch? Oh. Hau die noch da dazu. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier rein will. Oh, Akten. Murkoff Psychiatric Systems Project Wallrider. Wallrider. Wallrider? Okay. Fall Nummer 174. Patienteninitialen Billy. 14.10.2013. Alter 19, Geschlecht männlich. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Mhm.
morphogenetische Antriebsaktivität. Mein Gott. In beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Anmerkung: Billy erkundet sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter vom MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Mhm. Okay. Ich will da nicht rein. Alles klar, er hat abgeschlossen, er will nicht gestört werden. Kein Grund zur Sorge. Kann ich mir eine Cola holen? Nee. Ich muss ja jetzt doch noch... Oder hat er wirklich abgeschlossen? Wahrscheinlich nicht durch, oder? Nee. Abgeschlossen. Okay. Macht die Tür zu? Ja, kletter hoch. Leute, Leute, Leute. Okay. So gar nicht, was ich alles aufnehmen soll, muss. Bücherei. Okay. Machen wir jetzt schnell auf oder nicht? Schnell auf. Ja, jetzt ist gut. Oh. Gott. Hör auf. Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Ich bin drin.
Über Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblich Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Er erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Hey. Oh. Batterie. Okay. Ja, geh erstmal richtig leer. Dann wechsle ich dich. Ich will da zwar nicht hinterher, aber könnte ich? Nein. Okay. Little Fake. Was? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Ich glaube, der hat gerade gespeichert, oder? Oh, leck mich am Arsch. Gott. Das war nur der Einstieg. Ich glaube, ich überlege mir das noch, ob ich weitermache. Hier auf jeden Fall erstmal die erste Folge. Danke fürs Zusehen. Viel Spaß noch mit anderen Videos von uns und bis zum nächsten Video vielleicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr vielleicht noch was sehen wollt. Also ich überlege mir das. Boah. Ciao Leute. Chase here, bud.